Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine neue Parktour auf unserem Kanal. Heute dreht sich alles um den Europapark, der nur zu 50% fertig ist. Der liebe Timotheus, Link wie immer in der Beschreibung für diesen Park, hat den Europapark sich als Arbeit vorgenommen und ja, ich würde mal sagen, so detailgenau wie möglich nachgebaut oder ist noch am Nachbauen. Hier und da gab es ein paar Schwierigkeiten von Steam selbst. Da war irgendwie, gab es so Komplikationen, irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja, aber er geht nochmal dran und ich hoffe, das funktioniert alles weiterhin. Und wünsche ihm alles Gute dabei, dass er den Park doch noch irgendwann fertig kriegt, weil geplant war ja 2024. Ende steht hier gerade, sehe ich gerade. Ich bin nämlich bei dem auf Steam. Ja, und ja, wie immer am Anfang die kurze Beschreibung auf Steam. Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Europapark-Nachbau in der 50% Version 23. Achtung vor dem Laden des Parks, bitte erst die Mod installieren, sonst kommt es zu Fehler bei den Achterbahnen. Bitte lasst die Toolkit-Objekte mit durchlaufen, damit der Park auch richtig angezeigt wird. Zum Bau wurde eine Mod genutzt, die man aber zu dieser Version noch nicht braucht. Nur Arthur und Voltron fahren ohne diese nicht, welche bei dieser Version aber auch nicht fertig sind. Am 21.05.23 schrieb er noch, auch Euromir lässt sich ohne Mod nicht fahren. Sorry dafür und ein dickes Danke an Thomas Freaks fürs Testen. Am 4.11.23 hat er geschrieben, da es doch schon das ein oder andere Problem beim Testen und Fahren gab, gibt es ab jetzt hier auch die Mod, die ich schon seit Jahren nutze, als Download. Bitte die Readme lesen, ganz wichtig, diese ist in Deutsch und in Englisch geschrieben. Diese Mod sollte jeder eingebaut bekommen, da diese ganz einfach zu nutzen ist. Er hat auch selber auf YouTube nochmal ein kleines Tutorial gemacht, wie er die Mod installiert hat. Ich bin auch nach dem YouTube-Video gegangen, muss ich wirklich sagen. Es gibt auch einen Google-File, wo dann halt das ein oder andere runterzuladen ist. Also bevor ihr den Park dann startet, ja, dann auf jeden Fall die Mod laden. Jetzt kommen wir eigentlich zu den Worten, die den Park so ein bisschen beschreiben, beziehungsweise das Projekt, was sie hat. Das lese ich dann auch mal kurz vor. Also, da ich fast 1000 Kilometer weit weg von diesem Park wohne und nur selten da sein kann, habe ich es mir zum Ziel gesetzt, diesen Park nachzubauen. Erst mit RCT3, Rollercoaster Tycoon 3, mit dem ich den Park von 2004 bis 2015 gebaut habe, aber nicht vollenden konnte. Und nun mit Planet Coaster, wo ich jetzt auch schon 14 Monate und ca. 1500 Stunden in den Park investiert habe. Bau- und Planungszeit. Nun habe ich den ersten großen Meilenstein erreicht. Die ersten 50% sind fertig und diese möchte ich euch mit diesem Eintrag zeigen. Zum Park und was es zu erleben gibt. Der gesamte untere Teil des Parks ist fast fertig. Von Deutschland bis Spanien kann man fast alles fahren und erleben. Der obere Teil und die 100% werden 2024 folgen, von Österreich bis Deutschland über England und Irland. Aus Gründen der Performances fehlen das Voletarium und Fluch der Cassandra. Die kommen eventuell noch dazu. Außerdem habe ich auf alle Mitarbeiter und Besucher verzichtet. Performance ist hier ein gutes Stichwort. Der Park hat auf meinem System noch gute 22 FPS. Im Pausemodus, wohlgemerkt. Bei Live kann diese auf 12 bis 15 FPS gehen. Mein PC kann auf meinem Steam-Profil eingesehen werden. Was Bilder und Musikdateien angeht, so wird diese Version davon noch nichts haben. Die finale Version 2024 bekommt ein Mediapark, also Pack wahrscheinlich. Kritik und Verbesserungsvorschläge, solange sie zum Spiel passt, immer gerne gesehen. Hier zum Ende noch eine kleine Regel zum Park. Ich arbeite noch live am Park, also möchte ich nicht, dass sich ein anderer an diesem bedient. Ansehen, zeigen, fahren und Spaß haben. Erlaubt. YouTuber, die den Park zeigen, Touren,
bekommen als Danke für Ihr Video ein VIP-Schild mit Namen im Park. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß im Europa-Park, Version 23, 50%. Viel Spaß, liebe Grüße, The Motius. Gut, das war jetzt alles so ein bisschen Info und ich persönlich habe noch eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht für euch. Deswegen mache ich es auch kurz und fange mit der schlechten Nachricht an. Eigentlich wollte ich mich ja zeigen bei den Parktouren, aber aufgrund von technischen Problemen, sagen wir mal so, gibt es dieses erst wahrscheinlich irgendwann. Also ich möchte jetzt kein Versprechen geben, weil ich habe es eigentlich versprochen. Und es wird auf jeden Fall, also mein Versprechen halte ich, es wird dieses Jahr auf jeden Fall passieren. Nur, ich muss eine neue Kamera besorgen, weil das mit meinem, ich wollte das erst mit dem Handy machen, das hat nicht so funktioniert und dann musste ich mir jetzt eine neue Kamera holen, also eine Webcam, so, dann muss ich gucken, welches geeignet oder sonstiges, weil ich habe keinen Bock, eine Digicam hier aufzustellen, weil ich habe auch nicht so den enormen Platz, dann brauche ich noch einen zweiten Monitor, mein Greenscreen, den muss ich noch anpassen, also da gibt es alles so ein paar technische Probleme und ich möchte euch auch tatsächlich nicht 0815 bieten tatsächlich, sondern ich will, wenn, dann schon richtig loslegen und starten. Also die gute Nachricht, habe ich schon gesagt, es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch passieren. Nur wann, kann ich euch leider nicht sagen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass ihr noch so lange eingeschaltet habt. Und ich denke mal, wir legen jetzt mal hier richtig los und geben Gas, weil der Park ist echt jetzt schon nur für die 50% ein riesiger Park. Ich zeige euch das mal kurz von oben. Also hier ist doch einiges geboten. Ich war tatsächlich zweimal selber schon im Europapark. Allerdings ist das schon Ewigkeiten her. Ich muss tatsächlich sagen, mir persönlich, also die Achterbahnen sind mega, alles ist mega. Aber dass dieser Park so riesig ist und so weitläufig und so verwinkelt, finde ich, gefällt mir das an diesem Park überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Shitstorm. aber ich sage ja nicht, dass der Park schlecht ist in dem Sinne. Aber ich finde, sobald man in den Park kommt, dann denke ich mir so, oh Leute, echt, hier ist so viele Winkel und Gassen und hier führt ein Weg hin und da führt ein Weg hin. Ich bin gespannt, wie er das hier gemacht hat. Ob er tatsächlich das alles so auch eingehalten hat mit den Wegen und so. Ich meine, heute gibt es ja alles Google Earth und Street View und hast nicht gesehen. Da ist ja einiges machbar. Da kann man schon in den Parks reingehen, da muss man noch nicht mal Eintritt für bezahlen. Da reicht schon Google. Ja, wir haben hier ein bisschen Backstage. Was ich jetzt hier tatsächlich auch richtig cool finde, ist mit diesen Fahrradständern. Das ist ja richtig cool. Und die Motorräder, boah, die finde ich ja richtig gut gelungen. Dieses Detail. Vespa. Richtig gut. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier nochmal so einen seitlichen Eingang. Da kommen wir bestimmt gleich noch hin. Und ja, im Hintergrund sehen wir schon die Silver Star. Eine richtig gute Achterbahn. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt für... Oh, ist das ein Hypercoaster? Ach Gottchen, ich bin auch schon lange nicht mehr hier. Ist jetzt tatsächlich... Ist das die erste oder zweite Parktour jetzt von mir diesen Jahres? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die zweite. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme. Also, was heißt Probleme? Also, Probleme nicht wirklich, aber ich hatte einfach aus privaten Gründen kaum Zeit noch irgendwie mich jetzt ein bisschen mit Planet Coaster zu befassen. Und deswegen sei es mir verziehen, dass ich so ein bisschen noch hinterherhänge, sag ich mal. Aber wir geben jetzt hier unser Bestes und ich werde hier mein Bestes geben, um euch ein bisschen zu unterhalten und euch diesen Park zu zeigen. So, wir sind am Parkeingang, Europa-Park, 50% Version, The Motius. Achtung, der Park ist zu 50% fertig. Fertigstellung bis 24, ich denke mal, das wird sich ein bisschen weiter rauszögern. Regeln, Version 23, ansehen und zeigen erwünscht, weiterbauen unerwünscht. YouTuber, die dein Park zeigen, Touren, bekommen ein Schild im Park. Okay. Dann sind wir mal gespannt. Informationen, Geldautomat,
Hier haben wir dann natürlich dann den Eingang, aber der Eingang sieht schon richtig gut aus. Ist auf jeden Fall wiedererkennungswert. Das steht mal fest. So, dann gehen wir mal hier rein in die Gute. Und zack, sind wir in Deutschland. Was ein Zufall. gibt's schon mal den ersten Hinweis von mir? Den habe ich damals von einer guten Frau bekommen, wo wir mal übernachtet haben. Hier gibt es den Alexanderplatz, die Bahnstation, den EP Express, also Europapark Express. Und mit diesem kann man quasi einmal rundfahren über den ganzen Park. Und die Frau meinte, wir sollten mal bis nach Spanien fahren. Sprich, einmal dort hinten rüber und das Feld von hinten aufräumen. Weil es ist wirklich, wir waren einen Wochentag da und es war trotzdem voll wie die Hölle. Also ehrlich, das war Wahnsinn. Und alles, das Schöne war, man konnte hier mit diesem Europapark Express einmal hier so rumfahren und dann konnte man so richtig gut sehen, wie die ganzen Menschenmassen, wirklich Massen, also so viele Leute habe ich in einem Freizeitpark auch noch nie gesehen, wie hier im Europapark. Also wie die hier alle von hier nach Spanien gelaufen sind, weil dort halt die... ich war einmal zum Blue Fire Eröffnung und einmal zum Wodan Eröffnung da. Also was heißt Eröffnung? Ich war in demselben Jahr, wie es eröffnet worden ist, war ich da. Und ja klar, die Menschenmassen stürmen dann natürlich das ganze Jahr über in den Park rein, weil die wollen alle diese Achterbahn fahren. Und da die alle hinten bei Spanien sind, ja, laufen die alle darüber. Und alle, die nicht wissen, dass man mit dem Europapark Express schon morgens direkt nach Spanien fahren kann, weil das auch einer der ersten Attraktionen ist, die offen hat, ja, schneller nach Spanien gekommen ist. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch mal ein paar mehreren Menschen gesagt, was man machen kann. Und irgendwann wird sich der Weg nicht mehr lohnen, mit der Bahn zu fahren, sondern zu Fuß oder hin zu rennen tatsächlich. Ja, wir sind hier, wie gesagt, in Deutschland noch und England, Irland, oh, ich weiß nicht, was noch hier so für Länder sind. Die werden hier noch alle gebaut. Und ja, wir sind mal gespannt, was der Timotheus noch hier so hinbauen wird. Ja, ich denke mal, die ganzen Häuser sind hier nicht von innen irgendwie dekoriert oder so. Ich denke mal, das ist alles nur Fassade und ich denke mal, das reicht auch so. Aber ich erkenne das Europapark auf jeden Fall wieder, weil dieses hier, also allein schon hier dieser Platz ist sowas von verwinkelt. Hier ist überall, kann man irgendwo rein. Also das ist Wahnsinn. Man kann hier durchgehen, man kann da irgendwo durchgehen, man kommt da irgendwo raus und man kommt hier irgendwo raus. Also hier fühlt man sich schon total verloren, finde ich. Also das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an den Europapark geben muss. Aber das ist tatsächlich auch nur hier am Anfang. Tatsächlich nur hier in diesem Bereich, hier in diesem Frankreich-Bereich ist das, glaube ich. Das ist so verwinkelt alles. Also das Frankreich-Italien ist hier so, glaube ich, in der Ecke. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber ich meine, das wäre so. Ja, also das tut mir leid, aber das muss ich wirklich als Kritikpunkt sehen. Ansonsten, später, wenn man Richtung Spanien geht, ist das alles ein bisschen angenehmer. Ich denke mal, das haben die selber auch dann gecheckt, dass das nicht so der absolute Brüller ist, das alles so verwinkelt zu machen, sondern eher eine Linie zu machen und dann nur noch zwei oder drei Wege in irgendwelche Richtungen zu jagen. Ja, das scheint noch nicht fertig zu sein. Dann werden wir mal weitergehen und uns eine andere Attraktion suchen. Kleiner Horrorladen. Aber hier ist eine Attraktion. Ich würde auch schätzen, dass diese Parktour eine lange Parktour sein wird. obwohl dieser nur zu 50% fertig ist. Aber wir wollen uns natürlich so viel wie möglich anschauen und unser Bestes geben. Und was soll es denn nicht Besseres geben, wie jetzt hier mit sowas zu starten? So, dann sitzen wir schon und gucken
gucken wir mal, was hier los ist. Viel zu sehen. Ui. Okay, also hier kommt wahrscheinlich noch irgendwas. Ich habe eigentlich alles, was ich runterladen konnte, habe ich runtergeladen. Es tut mir leid, wenn hier tatsächlich irgendwas fehlen sollte. Oh, das ist auch schön. So ein schönes Toolkit. Kann sich ja auch noch mal weiter hinten setzen. Vielleicht sieht man dadurch ein bisschen mehr. Also hier ist auch überall keine Musik oder so. Deswegen werde ich hier die Standard Planet Coaster Anfangs-Tutorial-Musik laufen lassen. Also nicht wundern, dass hier irgendwie keine Musik ist oder so. Oder passende Musik dabei ist, weil er hat ja, wie am Anfang schon gesagt, in seiner Beschreibung stehen gehabt, dass jetzt muss ich doch nach vorne, weil sonst sehen wir nichts. Das ist alles ein bisschen dicht dran gebaut, finde ich. Deswegen nicht wundern. Die Sounds vom Spiel werde ich auf jeden Fall drinnen lassen. Aber Musik werde ich dann selber noch nachträglich reinmachen. Aber wirklich schöne kleine Szenen. Allerdings finde ich das alles ein bisschen zu dicht gebaut. Wenn ich ein bisschen Kritik. Aber hier wollt ihr auch ein bisschen Feedback haben. Ich war hier, 29.11.22. Ja, ist auch schon eine ewige Zeit, ne? Wir haben jetzt 24. Na gut. Vor circa 1,8 Monaten. Jahren. 1,8 Jahren. Super. Ich finde aber auch gut, dass der Trigger schon mal drin war. Die machen wir wieder zu. Und gehen mal hier raus. War ja eigentlich recht schön gemacht. Was mich so ein bisschen gestört hat, war nur halt, dass das so ein bisschen eng war. Ach so, das war das. Okay. Kleiner Horrorladen. Ach so, das war's. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten. Der ist hier. Oh, hier ist auch nochmal irgendwie sowas. Ja, genau. Piccolo Mondo. Ist auch mal wieder so ein Indoor Ride. Hier sind wir dann mit dem Schlitten unterwegs. Und schauen uns mal diese wunderschöne Fahrt an. Und ich glaube, hier wird uns ein bisschen von Italien erzählt, aber bin mir gerade nicht sicher. Aber hier ist Musik. So, das ist doch auch schön gemacht hier. Ich habe jetzt ein bisschen die Musik ein bisschen lauter gemacht, weil mir das doch ein bisschen zu leise war. Ich weiß gar nicht, was Piccolo Mondo mir sagen soll. Aber das soll wahrscheinlich Romeo und Julia sein. Pizzeria mit einem Steinofen, so Zirkus, ne? Oper, das soll wahrscheinlich so eine Oper sein. Also doch so ein bisschen was Italienisches. Eis, natürlich Eis. Eis darf nicht fehlen. Ja, das soll ein bisschen die Geschichte von Italien rüberbringen. Sehr schön. Haben wir ein bisschen was gelernt.
Der Wein, die Pizza, das Eis natürlich. Das darf nicht fehlen. So, Toiletten. Schauen wir mal hier rein, ne? Man. Okay, ist einfach nur so. Bup, 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 bup. Dann kommen wir hier hin und haben hier diesen kleinen schönen Platz. Und jetzt geht's bei mir los. Jetzt weiß ich nämlich nicht. Hier ist eine Pizzeria. Ah, hier ist ein bisschen was. Hier ist ein bisschen was gebaut. Hier ist eine Tür. Und das war's. Okay. So, jetzt geht's nämlich los. Das ist das, was ich meinte. Das ist, also hier führt auf jeden Fall ein Weg lang. Aber das kann ja nicht der einzige Weg sein. Genau. Da geht nochmal ein Weg lang. Und dann bin ich aber schon woanders, wo ich eigentlich hin will. So, wir gehen jetzt aber hier lang, weil es gibt ja hier auch noch was zu sehen. Ich mal kurz hier, achso, das war die Treppe, okay. So, weil man kommt von hier hinten auch einfach, kein Mensch weiß, warum es diesen Weg gibt, wahrscheinlich für die Mitarbeiter oder so. Auf jeden Fall kommt man dann hier direkt zu Silver Star gleich raus. Und hier ist auch dieses 4D-Kino. New Happy Family Next Level 4D. Boah, ein bisschen Englisch mal, ein bisschen. Boah, das müsste ich auch mal irgendwann nochmal ein bisschen ausbessern. Vielleicht mit einem Freizeitpark in Amerika oder so. Jetzt habe ich was gesagt. Nein. Also klar, ich würde schon gern mal nach Orlando oder nach Florida in irgendeinem Freizeitpark. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber es ist alles ein bisschen schwierig, das alles unter einem Hut zu bekommen. Und ab hier 30 Minuten Silver Star. Ich bin mal gespannt. Ich habe gemeint zu hören, die haben das alles innen drin ein bisschen erneuert. Aber weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass man hier irgendwie in den Oberrang kommen kann. Und dann muss man hier einmal nochmal um die Halle rumlaufen. Genau, und wenn man erste Reihe will, dann muss man eine extra Schlange gehen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben uns dann möglichst versucht, weit hinten hinzusetzen. Klar, vorne kannst du alles sehen, ne? Aber hinten ist dann doch für mich oder für meine Bedürfnisse angenehmer. Ich mag es, wenn es so ein bisschen gezogen wird. Silver Star, erste Achterbahn für heute. Wir haben es geschafft, die erste Achterbahn zu fahren. Ich spule das ganze Ding hier vor. Ich habe die ganzen Daten gar nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube 70 Meter hoch, 140 km/h, wenn es mich jetzt nicht mehr täuscht. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Gucken wir uns mal die Strecke an, ob sie so passt, aber das sieht schon gut aus. Ja. Also das hat mir auch bis hierhin gut gefallen. Nur dann, der auch noch, der Airtime-Hügel, aber dann hier ist eine Bremse drin. Und die bremst so stark und krass ab, wo ich mir dann gedacht habe, Leute, ist das euer Ernst? Lasst doch den Speed. Fand ich ein bisschen schade. Also ich finde, die bremst wirklich stark ab. Aber hier, das hat alles seine technischen Gründe, warum es so ist, wie es ist. Genau, das ist auf jeden Fall, aber das sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Es kommt dem Ganzen schon sehr nah. Nee, sieht wirklich gut aus. Wir steigen hier aus und dann kann man sich hier noch ein Foto holen, ein bisschen Merchandise und dann kommt man eigentlich hier so runter in diese Mercedes-Benz-Halle und dann kriegt man hier alles Mögliche gezeigt, gemacht, getan und man kann sich Videos angucken, man kann sich so ein paar Autos angucken. Man kann, glaube ich, auch in einem Formel-1-Auto sitzen. Da sehe ich ihn gerade. Der ist da mit der Bahn verbunden, oder? Wo war der denn jetzt? Ich habe den doch gerade eben gesehen. Hä? Ah ne, das ist nur ein Bild. Ah, okay. Ups. Aber was ich machen muss, ist die Achterbahn ausmachen. Aber der hat alles grün geschafft. Okay, cool. Gut, durch die ganzen Airtime-Hügel, ne? Dann kommt man schnell auf den grünen Smiley.
Auf jeden Fall war die Bahn wirklich sehr gut. Und ja, jetzt, das ist auch sowas, ne? Also hier führt jetzt ein Weg lang, hier kann man einen Weg lang, dann kann man hier den Weg wieder zurück. Also das ist echt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das soll, weil wenn ich jetzt hier lang gehe, dann kommen wir nämlich hier irgendwie, glaube ich, nach Griechenland oder so. Ist das Griechenland? Boah, ich weiß noch nicht mehr. Es müsste Griechenland sein, glaube ich. Und hier steht noch was. Da steht noch was. Ah ne, das ist eine Bar. Okay, das sind dann Getränke, die man kaufen kann. Aber wir gehen jetzt einfach mal den Weg wieder zurück, weil wir wollen ja auch noch den neuen Kankan-Coaster fahren. Das ist wahrscheinlich der Ausgang vom Kankan-Coaster. Ne, Valerian. Valerian? Coastiality, okay. Okay. Coastiality, okay, weiß ich nicht, was das sein soll. Kenne ich jetzt so nicht. Aber auf jeden Fall geht es hier hoch. Hä? Okay, hier ist eine Achterbahn. Hier ist eine Achterbahnschiene. Eurosat Kankan. Oh, okay. Ach, Ausgang, Exit. Ach so, der hat das hier reingemacht, weil das der eigentliche Ausgang ist. Ach so, okay, alles klar. Das ist der eigentliche Ausgang von Eurosat bzw. Kankan Coaster. Verstehe. Ah, es geht ja nicht bei Planet Coaster, dass man den Ein- und Ausgang variieren kann. Das finde ich auch tatsächlich schade. Ich hoffe, dass das irgendwann im zweiten Teil vielleicht sich ein bisschen ändert. Moulin Rouge, Eingang. Moulin Rouge, okay. Das ist der Fast Pass. So, jetzt ist das hier natürlich jetzt eine Freiheitsstatue. Aha, okay. Auch schön gemacht. Sehr interessant, was ist das? Runde Stucksäuleabschluss, okay. Oh, coole Idee. So, dann kann man hier so zickzack laufen. Dann muss man hier so hoch. Ich weiß nicht, wo Moulin Rouge ist das? Nee, das ist ja nicht Atelier. Atelier. Oh, cool. Kleines Wohnzimmer gemacht. Nicht schlecht. So, hier sind Ketten, da sind Ketten. Also muss ich dann hier lang, da sind Ketten. Dann muss ich hier runter. So, dann kommt man hier, dann sieht man hier so einen kleinen Fluss. Fahrgeschäft. Okay, das, da, da, dann hier lang. Oh Gott, ich fühle mich verlaufen. Und dann die Treppe wieder hoch. So, da ist eine Kette. Hier ist eine Kette, da ist eine Kette. Oh, hier muss man echt aufpassen. Da ist eine Kette. Haben wir hier noch ein bisschen Equipment? Und dann haben wir es geschafft. War das jetzt die Schlange für den Cancun-Coaster? Heißt die Moulin Rouge? Ich bin verwirrt. Eurosat Cancun-Coaster. Okay. Wir fahren das Ding jetzt einfach mal. Ich weiß noch, dass das so in einem Kreis hochgeht, deswegen werde ich das Ganze auf jeden Fall mal ein bisschen vorspulen. Ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwas Großartiges verpassen werden, weil es geht wirklich nur im Kreis hoch. Sehr lange hoch. Das ist auch in Wirklichkeit tatsächlich so. Also das ist, und dann geht's wirklich los. Gut. Unsere zweite Achterbahn, der Kankan Coaster. Kann ich nicht zu so sagen, ich kenne den Streckenverlauf nicht, ob der wirklich so ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber wir wollen es ja auch nicht zu 100% vergleichen, sondern wirklich, er ist ja nur zu 50% fertig. Ah, Wortwitz. Ziemlich viel Schiene drin, ne?
Okay, aber wir waren noch vorhin, waren wir doch an so einem Ausgang. Wo ist der? Und wo ist die Halle? Okay, das ist die Halle. Das kann man echt schlecht sehen. Also auf jeden Fall ist hier oben diese, oder in der Mitte ist dieses Rondell, was so hoch fährt. Und dann fährt man hier die komplette Strecke ab. Ah, hatte ich ganz vergessen am Anfang, ne? Für Spoiler haften wir nicht. Aber es ist ja auch ein Spiel, also von daher, wenn ihr nicht sowieso schon alle gespoilert seid. Durch YouTube. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie komme ich denn noch mal. Ach, nee, ich weiß es nicht mehr. Ach doch, da, das ist der. So, das wollte ich. Das wollte ich und jetzt muss ich ja doch noch mal rein. Na gut. Da sind Schienen. Da sind. Ah, hier wollte ich hin. Perfekt. Perfekt. So, das machen wir aus. Aber jetzt verstehe ich aber immer noch nicht. Hier war doch vorhin Ausgang gewesen. Da waren wir doch in diesem extra Merchandise. Hier geht es nochmal irgendwo hin. Hier geht es nochmal irgendwo hin. Ah, hier ist dann der Ausgang. Okay. Irgendwie ist dann hier der tatsächliche Ausgang. Oder was auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Hier, wenn ihr Community, wenn ihr das wisst. Bitte rein in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin dafür tatsächlich zu wenig im Europapark. Obwohl ich nur 2,5 Stunden Fahrt hätte, aber nee, das ist nicht so mein Freizeitpark tatsächlich. Muss ich wirklich sagen. Das ist. Die Achterbahnen sind top, aber irgendwie ist es nicht mein Freizeitpark. Ich kann mich. Ich war zweimal da, aber es ist irgendwie nicht mein Freizeitpark. Zum dritten Mal. Madame Freudenreichs Kuriosität. Na gut. Nur Freudenreich. Okay. Oh, hier haben wir ein Skelett. Das sagt mir hier auch gar nichts. Ah, okay. Ist wieder ein Indoor. Fahrgeschäft testen. Boah, dann fahren wir das gute Ding hier. So. Ein paar Dinos. Ich spule mal ein bisschen vor. Okay. Wird uns dann gesagt, was das für ein Dinosaurier ist? Dann werden wir hier nochmal von einem Dino begrüßt auf dem Tisch. Ah, okay. Und da noch einer und da noch einer. Und alles Gute, T-Rex. Alles klar. Okay. Ja. Ist so wahrscheinlich auch ein Park. Würde mich jetzt so nicht interessieren, tatsächlich, weil der Park ist so riesig. Ach, übrigens, wir haben auch 2 Tage gebucht gehabt und in diesen 2 Tagen haben wir nicht alles tatsächlich gesehen. Und wir sind ohne Stress rein, tatsächlich. Also wirklich gemütlich durch den Park. Wir sind alle Achterbahn gefahren damals. Und muss man wirklich sagen, der Park, um alles wirklich in Ruhe zu begutachten, braucht man so 4 Tage. Würde ich mal so richtig sagen. Und dann auch wirklich mit Plan, also dass man wirklich sagt, okay, wir gehen am ersten Tag darüber, wir gehen am zweiten Tag darüber und am dritten Tag darüber.
Und am vierten Tag kann man sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal alles ab, aber nur das, was uns wirklich Spaß gemacht hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Silverstar, Blue Fire, Wodan, also so die Hauptattraktion oder vielleicht auch die Shows, weil Shows waren auch wirklich klasse. Wirklich, wirklich, wirklich klasse. Das muss man wirklich sagen. Also da war schon, das war schon auf sehr hohem Niveau. Muss man wirklich sagen. Also die Shows waren wirklich klasse. Vor allem fand ich auch die Show, das war so eine Show. Wie sagt man so, auf 70er Jahre, 60er, 70er Jahresstil. Ich weiß nicht mehr, wie die Show hieß. Auf jeden Fall, die war wirklich klasse gemacht. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zuzuschauen. War eine kleine Story hinter und ja, war echt schön. So, und jetzt bin ich hier durch das ganze Gequatsche, bin ich einfach mal so ein bisschen rumgelaufen. Und wie ihr seht, ist das hier alles so verwinkelt. Die Beschilderung fehlt mir hier ein bisschen. Tatsächlich. Wallis. Wallis. Wallis? Okay, Wallis. So, ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich lang muss. Auf jeden Fall ist da der Kankankoaster. Hier sind wir raus. Das war ja hier dieses Madame Freudenreichs. So, dann haben wir hier dieses Fahrgeschäft. Jungfrau Gletscherflieger. Eingang. Ah, Matterhornblitz. Matterhornblitz ist auch eine Achterbahn. Ist das der Eingang? Nee, der Eingang zu diesem Flieger. Matterhornblitz. Hier ist Ausgang. Hier ist Eingang. Okay. Was? Nein? Doch. So, dann ist das hier wohl der Eingang vom Matterhornblitz. Das ist auch eine wilde Maus, die aber auch eine von den guten wilden Maus-Achterbahnen ist. So wie dieselbe in Tripstrill. Die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Die gesenkte Sau heißt die. Die macht super viel Spaß. Und hier die hat, wie gesagt, Spoiler, ne? Hat ein spezielles Element, muss man mal so sagen. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ob die Mod funktioniert. Es scheint zu funktionieren, die Mod. Die Mod funktioniert. Dann bin ich ja schon mal glücklich. So, hier, das kennt man ja von der klassischen wilden Maus. Aber davon gibt es hier wirklich nicht so viele. Also so viele wie hier jetzt auch tatsächlich. Aber die sind gar nicht so, ja, so intensiv, sage ich mal, wie die anderen wilden Mäuse. Soweit ich mich erinnern kann. Und ich glaube, man hat auch ein bisschen mehr Platz gehabt in den Wagen. Die waren ein bisschen größer hier. Und dann geht es eigentlich so richtig los. Wie bei der gesenkten Sau auch. Also so viel, viel Airtime. Und nicht so viel mit diesen scharfen Kurven. Deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Und das war's. Ja. Das war unsere Matterhorn-Blitzfahrt. Sehr schön. So, dann sind wir hier beim Ausgang und dann kann man jetzt hier nochmal lang. Aha, okay, dann kommen wir hier unten beim Silver Star Ausgang raus. Okay. So, das heißt, wir gehen wieder zurück. Fotos 5 Euro. Und gehen mal Mykonos. Wir gehen mal. Willkommen in Wallis. War auch schön gemacht hier, ne? Wirklich toll. Wallis Stüble. Was haben wir hier? Ist doch nochmal ein Eingang, oder? Zu irgendwas. Es gibt auf jeden Fall noch die Schweizer Bobbahn. Da lang.
Gut. Hä? Aber was ist das denn jetzt hier? Aktuelle Wartezeit. Hä? Mir ist total verwirrt. Dann gehen wir mal hier lang. Ach so, das war die... Ah, okay. Aber was war das denn dann für ein Weg? Oh. Hier war nämlich offen die Tür. Deswegen bin ich da ja rein. Wo kommen wir denn hier hin? Also bevor wir jetzt... Mal gerade mal gucken, hier sind wir auch lang. Okay, alles klar. Dann fahren wir jetzt die Bobbahn. Ich sag ja, das ist alles hier ein bisschen... verwinkelt. War auch wieder eine schöne Eingangshalle, ne? Schöne Station. Schön gemacht. Und wir fahren die Bobbahn. So, wir spulen das Ganze wieder vor. Wir sind jetzt auch schon... gute 42 Minuten sind wir schon unterwegs. Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Eieieiei. Oh Mann, ey. Ich sag ja, hier gibt's viel zu sehen, aber das verläuft sich alles nachher ein bisschen. Das ist wirklich nur hier am Anfang so viel Zeug auf einem Fleck. Ja, das wird später alles ein bisschen anders. Die Schweizer Bobbahn. Hui. Ja, die 42 Minuten sind ja noch ohne Schnitt. Das heißt, ich muss ja noch ein bisschen schneiden. Kann auch ein bisschen weniger sein zu dem Zeitpunkt jetzt hier. Ich bin die Bobbahn auch gefahren, aber ich kann mich absolut nicht mehr dran erinnern, wie hier der Streckenverlauf war und wie die Fahrt war. Also da kann ich mich besser an den Heidepark erinnern, an die Bobbahn, weil die hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also die Bobbahn im Heidepark war sehr, sehr cool, muss man wirklich sagen. So, das war auf jeden Fall die Schweizer Bobbahn. Die haben wir uns jetzt auch gegönnt. Und hier kommt man dann raus. Und jetzt will ich mal hier so lang, weil jetzt ist hier auch nochmal so ein Weg. Wo führt der denn hin? Also ich sag ja, das ist ja... Hier läuft man kreuz und quer und irgendwie kommt man nicht so wirklich zum Ziel. Mykonos. Helena Souvenirs. So, da geht ein Weg lang. Ich will aber eigentlich... Hatte ich mir gedacht, von woanders her zu kommen. Weil, gibt es hier eigentlich einen Hauptweg, der dann irgendwie die Straße splittet nach rechts und links? Ich weiß es nicht. Ist das hier der Hauptweg? Eisshow-Theater. Das haben wir uns, glaube ich, nicht angeguckt. Eisshow-Theater. Das ist auf jeden Fall hier so drin, ne? Okay. Nichts ausgebaut, ist auch nicht schlimm. Und hier ist die neue Achterbahn, Voltron. Gucken wir mal nachher, wenn wir hier mal durch sind, ob wir die fahren oder nicht. Das sei mir verziehen. Aber ja, die neuen Waggons sind schon montiert und die ersten Testfahrten laufen. Also führt quasi nichts mehr. Traumzeit-Dome. Okay. Dann haben wir hier den Ausgang wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, der Start für dieses Jahr hat begonnen. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis dann interaktive Dark Ride. Dass dieses Jahr wieder der Europapark voll sein wird wegen Voltron. Ich bin gespannt. Ich muss dann auch nochmal diesen Park besuchen, wegen dieser Achterbahn. Ist natürlich auch wieder was ganz Neues. Sorry, no shooter. Okay.
Schießflaggschiff testen. Aber trotzdem kann man es dann fahren, ne? Aber es ist kein Shooter. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Fahrgeschäft ist, aber wir werden es ja wahrscheinlich gleich erfahren. Ach, wir sind in so einer Unterwasserwelt. Ah, hübsch. Pinguine, Schildkröten. Octopus. Ui. Bei sowas wird mir da immer schlecht. Ist aber auch riesig, hä? Ah, wir sind fertig. Okay, interessant. Ich konnte mir jetzt tatsächlich kein Bild davon machen, was das so sein könnte. Es waren Geschichten? Weiß ich nicht. Weil steht hier nur interaktiver Dark Ride. Ansonsten steht hier nichts. Okay. Naja, so ist das. Olympia Basketball. Darf ich euch davon abraten, bitte dieses hier zu unterstützen? Es gibt genug Leute, die das machen, aber bitte macht's nicht in den Freizeitparks. Bitte. Das ist unnötiges Geld verschwenden. Dann holt euch lieber ein Eis. Holt euch lieber ein Eis von dem Geld. Oder ein Pfannkuchen oder irgendwas, aber nicht diese Spielautomaten. Unterstützt das nicht, bitte. So viel dazu. Ausgang. Dann wird hier hinten irgendwo ein Eingang sein oder auch nicht. Oh Gott, schon wieder hier. So, da führt wieder ein Weg hin. Oh, dann sind wir jetzt wieder hier. Abenteuer Atlantis. So, dann gehen wir hier den Weg wieder zurück. Dann gehen wir mal hier lang. Europapark Express. So, dann ist hier auch nochmal ein Europapark Express. Expresso. Und da hinten ist nochmal ein Eingang. Ah, hier ist. Ah, okay. Mhm. Und hier ist Fluch der Cassandra. Das war ja noch nicht so. Noch kein Innenausbau. Okay. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Diese Attraktion. Aber wir gehen hier hinten weiter, weil hier hinten. Hä? Ist der Ausgang? Okay, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Der Eingang muss auch da sein. Okay, okay, gut, dann müssen wir nochmal hier ein bisschen rumgucken, aber dann haben wir das hier auf jeden Fall schon mal gesehen. Helena Souvenirs, Fluch der Cassandra, hier ist schon mal ein Schild, das ist schon mal gut. Poseidon und Pegasus. So, die Achterbahn müssen wir nämlich auch noch erfahren. Hier geht's nach Pegasus, endlich mal eine Beschilderung. Und wir sind dann hier Poseidon-Dusche. Ach so, hier wird man dann nass. Okay.
Lustig. Sehr gut. So, dann geht's hier weiter. Wo werden. Achso, hier hätten wir auch lang gehen können. Ich sage ja, wofür zwei Wege? Wofür nur ein Weg, ne? Hier ist der Eingang von Poseidon und Pegasus. Wir gehen erst in Pegasus rein. Weil bei Poseidon kommen wir ja da hinten irgendwo raus. Ausgang, Eingang. So, Pegasus. Das ist ein Kiddie Coaster. Auch ein sehr schöner, tatsächlich. Schöne Fahrt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allem der erste Drop, der war ganz witzig. Und ja, ich glaube, mittlerweile kann man die in VR, was heißt mittlerweile, aber irgendwann kamen dann VR-Brillen zum Einsatz. Und bei dieser Achterbahn kann man die dann auch tatsächlich nutzen. Ja, bin ich nie gefahren. Die einzige VR-Fahrt, die ich hatte, war im Phantasialand Crazy Bats und war total begeistert davon. Also Hut ab. Also das 1:1 widerspiegeln war schon Urkunst. Aber hier die Achterbahn macht auch wirklich ohne VR-Brille auch sehr viel Spaß. Pegasus ist ja das Pferd. Hier ist es ein Drache. Aber wir haben ja keine Pferdachterbahn. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja, und das war's. Das Sandy fährt neuerdings zweimal. Nee, fährt nur einmal. Ist gut. Dann gehen wir mal hier den Ausgang wieder raus. Bam, 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 bam. Gehen wir hier den Ausgang wieder raus. Und wir gehen rein zu Poseidon. Hier ist das trojanische Pferd, der Eingang. Echt, gibt es einen Shop da drinnen? Der Europapark ist auch bekannt für seine langen Queue-Lines. Grausam. Aber gut, irgendwo müssen ja die Menschen hin. Irgendwo müssen die Menschen ja hin. Oh Mann, echt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sieht das so da drinnen aus? Ja? Das eine Warteschlange. Wow. Ey, du machst ja Sonic Ovo Konkurrenz. Sehr schön. So, Poseidon, wir fahren sie. Jawohl, auch ein schönes. Schön gemacht. Schöne Deko. Wir setzen uns mal so ein bisschen nach hinten. Nee, doch nicht. Wir fahren die Perspektive. So, wir spulen das Ganze ein bisschen vor. Damit wir auch hier schnell die Fahrt machen können. Achso, bevor ich es vergesse, ich mache auch so ein paar Timelapse rein, dass ihr dann, wenn ihr wollt, nur die Achterbahn fahren wollt. Aber hier, wenn ihr die Videobeschreibung öffnet, dann könnt ihr das sowieso alles sehen, was da alles drin steht, wenn ihr euch das überhaupt anschaut. Bumm. Das ist eine von zwei Wasserachterbahnen, glaube ich. Ganz hinten in Spanien ist auch noch mal eine mit einem Super Splash quasi. Macht auch Spaß, ist aber auch wirklich eine sehr, sehr kurze Fahrt. Ihr seht, also da ist der Cancun-Coaster, da weiß ich sehe was da. Wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Das dauert alles noch ein bisschen, bis wir hier fertig sind. Und
Werden wir nochmal nass. Spulen das Ganze nochmal vor. Oh, weil jetzt geht es eigentlich nur noch in die Station rein und dann sind wir hier fertig. Und dann haben wir Griechenland eigentlich schon durch. Dann sind wir mit Griechenland fertig und ab jetzt geht es eigentlich nur noch vorwärts. Jetzt haben wir, glaube ich, soweit alles durch. Hier war der Express. Da ging es ins Nirgendwo. Und hier war ja Voltron. Das, jetzt muss ich mal kurz einen Überblick verschaffen. Und zwar, wir haben die gesenkte Sau, Poseidon, Pegasus, Kankankosa, die Schweizer Bobbahn, Silverstar sind wir gefahren. Wir haben ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Achterbahnen gefahren. Also das, da sieht man schon, wie viel Achterbahnen euch erwarten, direkt am Anfang von diesem Freizeitpark. Also das ist unglaublich. Was sind das? Wie viel Quadratmeter sind das? Auf so viel Quadratmeter, sagen wir mal 200 Quadratmeter? Nee, das ist eigentlich viel zu wenig. Sagen wir mal, auf 1000 Quadratmeter findet ihr 7 Achterbahnen. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Achterbahnen. Entschuldigt. Aber 6 Achterbahnen auf 1000 Quadratmeter. So, zeigt mir mal einen Freizeitpark, wo das möglich ist. Also hier ist alles so eng aneinander gebaut, das ist Wahnsinn. So, aber wie ihr seht, haben wir tatsächlich diesen Teil schon durch, obwohl ich vorne am Eingang hier das noch vergessen hatte. Hier ist ja dieser Dom, da sind ja so Veranstaltungen etc. pp., aber ich kann mir nicht vorstellen, ja genau, habe ich mir fast gedacht. Ist nichts ausgebaut, dann haben wir hier noch was Backstage-mäßiges, also da ist natürlich auch für alles gesorgt worden, aber hier ist auch nichts, okay. Gut. Dann haben wir doch tatsächlich uns alles angeschaut und dann haben wir nicht mehr so viel. Schaut mal, das meinte ich. Also wirklich, am Anfang ist hier alles so verwinkelt, viele Gassen hier, da, irgendwas zu sehen. Und nachher geht das einfach nur noch in einem Rutsch so bis hier hinten hindurch und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich denke mal, oh, noch eine gute Stunde, dann haben wir es hier geschafft. Aber wer weiß das schon. Wir schauen mal. Gut, diesen Teil schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn er dann die 50%, die anderen 50% fertig gemacht hat. So, mal gucken, ob wir hier jetzt so ein bisschen den Weg finden. Also hier haben wir die russische Schlittenfahrt, Schneeflöckchen. Eine nächste Themenfahrt. Ich bin gespannt, wir steigen ein, wir schauen uns das Ganze natürlich an und wenn uns das gefällt, spulen wir natürlich nicht vor, wollte ich sagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt hier so ewig lang dauert. Okay, was sind das denn für Leute? Oh, wie süß. Ach cool, die Rehe sind ja auch cool. Rentiere wahrscheinlich. Was war denn das denn für Animatronics? Sehr cool. Schöne Toolkits sind das. Ja, wie gesagt, es war tatsächlich nur so eine kurze Sache, deswegen haben wir auch nicht vorgespult. Und ich möchte mir das hier jetzt nochmal angucken. Animatronics, was sind das denn für Leute? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich gehe kaputt. Ah, lustig ist das denn? Toy Feuer Dance. Okay. Das ist ja lustig, ey. Okay, gut. Sehr gut. Ein neues Toolkit, was ich in meiner Sammlung habe. Sehr gut. Gut, das war die Schlittenfahrt. Und das ist Euromir. Warum läuft die eigentlich? Ist doch eigentlich alles auf Pause. Auf Stopp. Und den habe ich noch vergessen. Auf Stopp. Komm schon. Das ist so typisch Planko. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst.
Aber, oh Gott, Frontier Development, wie auch immer die Gang heißt, die auch dieses Spiel Planet Coaster oder Planet Zoo oder die haben noch ein Spiel entwickelt, das ist eins der ersten. Die sind ja jetzt auf Twitch und hatten jetzt vor kurzem, beziehungsweise immer den letzten Mittwoch im Monat, bringen die einen Livestream raus mit Neuigkeiten. Und es wird, also der liebe Rick und ich haben uns schon den ersten Teil angeguckt und es wurde angekündigt, ein neues Planet-Spiel. Sofern ich mich nicht irre, das gehört zu haben. Also es soll ein neues Planet-Game geben und es waren tatsächlich sau viele in dem ersten Livestream. So um die 16.000 und gefühlt jeder Dritte hat im Chat geschrieben, please, please, Planco 2, Planco 2. Also ich glaube, die meisten Frontier-Gamer wünschen sich alle tatsächlich ein Planco 2-Teil, genauso wie wir auch. Und ja, wir sind gespannt. Es wurde gesagt, es wurde natürlich alles so in die Länge gezogen und gemacht und getan und alles blieb bis zum Schluss da, bis die dann am Ende sagten, ja, und ein neues Planet Game kommt und mehr dazu im nächsten Monat. Ja, super. Wow, er hat aber eine Stunde zugeguckt, nur um zu wissen, was für ein Planet Game jetzt kommt. Vielen Dank dafür, uns so lange auf die Folter zu spannen. Und ja, also wir sind gespannt. Wir werden euch hier auf diesem Kanal natürlich auch auf dem Laufenden halten. Freuen uns schon auf den nächsten Mittwoch, Ende diesen Monats. Und, warte mal, kommt das Video schon? Kommt die Packtour jetzt im Februar? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall im Februar wird dieses Format. Oh, das war's schon, okay. Wird dieses Format. Oder immer, nochmal, jeden Mittwoch, Ende jeden Monats kommt dieser Livestream 19 Uhr auf Twitch. Also, wenn ihr das auch verfolgen wollt, dann folgt denen doch auf Twitch, beziehungsweise schaut jeden Mittwoch Ende des Monats bei Twitch rein, sucht Frontier Development, echt ein schwieriger Name für mich. Ich komme damit irgendwie nicht so zurecht. Und ja, schaut da rein. Ansonsten natürlich hier auf unserem Kanal werdet ihr das auch finden. Sobald irgendwie Neuigkeiten kommen und mehr wie diese Neuigkeiten, dass ein neues Planet Game kommen soll, wissen wir jetzt auch nicht, was es am Ende wird. Wir hoffen natürlich alle sehr auf den Planco 2. Ob es sein wird, steht in den Sternen. Und so viel dazu. Hier viel Spaß bei Euromir. Ein Spinning Coaster. So, jetzt geht's hier wie bei Kamkam Coaster auch im Kreis herum. Spoiler an dieser Stelle, das ist eine Raketenbasis. Weil wenn man jetzt so ein bisschen reinschaut, ist hier eine Rakete drin. Wir spulen aber jetzt hier vor und dann geht's hier richtig los. Oh, hat man einen schönen Blick auf Voltron. Also Euromir sollte auch eine Mod gebrauchen, oder diese Mod gebrauchen. Keine Ahnung, ob die jetzt hier funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall drehen wir uns jetzt hier erstmal und vielleicht fahren wir tatsächlich nochmal ein zweites Mal, ohne uns zu drehen. Aber das gucken wir dann mal, wenn wir hier fertig sind. Ah, die Mod war wahrscheinlich wegen dem Schub. Aber hier, was weiß ich denn?
Aber so oft haben wir es jetzt nicht gedreht. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir kein zweites Mal fahren. Vom Streckenverlauf her finde ich die eigentlich super gut gemacht. Die Achterbahn, aber die schlägt ungemein. Also es ist wirklich brutal. Aber eine sehr schöne Fahrt. Doch, hat mir sehr gut gefallen. Ganz, ganz toll. So, und dann gehen wir hier nämlich wieder raus. Und natürlich Merchandise. Und das ist Backstage und hier wird dann die neue Achterbahn sein. Wollen wir mal gucken, ob wir hier mitfahren können? Nein, die ist nicht fertig. Okay, cool. Wir können sie nicht fahren, weil sie nicht fertig gebaut ist. Aber ist nicht schlimm, wir freuen uns schon drauf, wenn die mal fertiggestellt worden ist. So. Majorette Factory. Okay. Wahrscheinlich wieder irgendwas zum Geld ausgeben. Lada, Autodrom, natürlich. Was darf nicht fehlen? Der russische Lada. Das unkaputtbare Auto. Der Lada. Sehr schön. Ja, das ist ein russisches Modell. Wie zum Beispiel auch bei den, oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, bei den Schweden der Volvo. Was so das bekannteste Auto ist. Das ist halt bei den, oder in Russland, der Lada. Also, wenn man da russische Landsleute trifft und man spricht über den Lada, also sollte eigentlich jeder russische Landsmann den Lada kennen. So, dann geht's hier weiter. Hier ist auch schön gemacht. Wirklich sehr schön reingebaut. Ganz toll. Und Historama, Foodloop. Foodloop. Melusiana, Pizza, Pizza, Pizza. Hier ist dann halt nochmal irgendwas. Silverstone Piste. Ach, hier sind dann zwei Strecken in einem. Okay. Aber die fahren wir jetzt nicht so mit. Das ist ja, man sieht es ja, dass das hier, dass es nicht so viel zu sehen gibt. Lassen wir jetzt mal außen vor. Und dann gibt es hier Reise nach Rulantica. Rulantica. Okay. Monorail. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist auch wieder hier so alles verwinkelt. Eine Monorail. Luxemburg. Foodloop. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, also hier gibt es eine Monorail. Und diese Monorail fährt dann hier so rum. Da, ach du lieber Gott. So rum, da rum. Hier so rum, da so rum. Summa summarum. Und dann kommt die hier übereinander an. Okay. So, Foodloop. So, das war hier hoch. Weil da unten war ja das Schild, Foodloop. Dann kommen wir hier so lang und dann kommt man hier so raus. Okay. Was das jetzt hier so sein soll, wir müssen aber noch dann kurz nochmal hier rein, weil hier war ja noch Rulantica. Rulantica, nächste Show, in 8 Minuten. Ah ja, okay, hier gibt es dann eine Show. Rulantica, Foodloop, Monorail, Reise nach. Okay, wir gehen aber hier unten den Weg lang. Viadukt. Und sind jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wo wir sind. In Irland? Nee, Irland ist ja noch gar nicht fertig. Irland ist doch eigentlich da hinten. Oder ist das schon ein Teil von Irland? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Coffee Cup, yes. Ah, das hört sich doch nach Holland an. Ah, da ist auch die holländische Flagge. Jawohl, wir sind in Holland. Ballenbach.
Bumblebee. Ein Restaurant haben wir hier. Oh, oh. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Teetassen. Moment. Bei Teetassen werde ich hellhörig, weil hier sind die Piraten von Batavia. Irgendwo ist hier der Eingang. Jetzt bin ich mal ein bisschen... Mal ein bisschen gucken. Hier ist das da. Fliegende Holländer. Und Junior Club Studios. Okay. Gehen wir mal. Da ist nichts drin. Okay. Aha. Wir haben's. Piraten in Batavia. Okay. Ich dachte von Batavia. Na gut. Okay. Ja, also wieder hier Vorsicht, Spoiler. Ja. Ist wirklich eines der schönsten Indoor Rides. Ja, wie nennt man das? Ja, Wasser, Floßfahrt, Bootfahrt. Also wirklich eines der schönsten und tollsten, die ich jemals so gefahren bin. Wow. Einfach nur wow. Muss man wirklich sagen. Und als total, also Piraten mag ich sowieso total gerne. Und von daher von mir 100 von 100 Sternen. Jetzt schon. Obwohl ich hier nicht weiß, was passiert. Also jetzt hier bei Blanco meine ich. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Also die Fahrt dauert hier bestimmt 5 Minuten. Aber die sind es sich wert normalerweise. Ich glaube, man steht auch recht lange an. Weil es ist echt eine beliebte Fahrt im Europapark. Muss man wirklich sagen. Aber die ist auch wirklich toll. Also, das ist. Wer Piraten mag, ist das ein absoluter Muss. Hier mitzufahren. Ja. Ist wirklich alles sehr, sehr gut gemacht.1687.
Richtig gut. Stark gemacht. Na, ja, okay. Allerdings war ich jetzt nicht, mir kam jetzt so nichts Neues, Bekanntes vor. Es ist ja mal abgebrannt worden, oder abgebrannt worden, das war voll falsch. es ist ja durch die Flammen, die dort passiert sind, aus welchen Gründen auch immer, es ist ja leider abgebrannt und haben es nochmal neu aufgebaut, worüber ich sehr froh bin, dass sie das nicht in ein neues System oder so, also neues, neues Fahrgeschäft gebaut haben, sondern wirklich Piraten, ich bin immer noch der Meinung von Batavia, nochmal aufgebaut haben. Also deswegen finde ich super, dass sie das so gemacht haben. Und ja, wirklich nicht realer Ausgang, nur fürs Spiel. Okay. Ja, der normale Ausgang ist woanders. Deswegen bin ich froh, dass sie das wieder aufgebaut haben. Ja. Es war wirklich, oder es ist immer noch, es ist immer noch, ja, hier ist eigentlich der Ausgang. Es ist immer noch, wirklich ein Highlight, das Ding zu fahren. Also es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr den Europa-Park mal besucht, dann auf jeden Fall hier in Holland. Ganz wichtig, hier bei der Teetassenbahn. Das ist immer so ein Wahrzeichen dafür, dass hier Piraten von Batavia ist, weil das Ding ist so riesig, die Teetassenbahn. Das ist mittendrin auf diesem Platz. Das könnt ihr gar nicht verfehlen. Da ist Piraten von Batavia. Von Batavia. Ihr könnt mich ja auf dem Laufenden halten. Ihr könnt es in den Kommentaren schreiben, ob ich falsch liege oder nicht. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt hier weiter. Parkus. Wo geht's denn hier? Ach so, das ist auch nochmal ein Weg hier rüber zu Skandinavien. Dann haben wir hier oben nochmal ein Restaurant. Auch sehr schön gemacht. Skandinavien. Skandinavisches Dorf. Eine Wildwasserbahn. Sportsbook. Wirklich schön gemacht. Entschuldigung. Snorris Ferhus. So, gehen wir mal gucken, ne? Gehen wir mal in den Keller. Oh, das ist der Ausgang. Exit. Ups. Ich weiß nicht, wo wir hier... Hier ist auf jeden Fall mein Eingang. Der geht auch in den Keller. Mal gucken, was uns hier erwartet. Eine Rundfahrt. Indoor. Ausgang fürs Spiel. No Media. Tour durch Rulantica. Na jo, fahren wir mal mit. Gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Oh, das ist schön gemacht. Die Attraktion kenne ich tatsächlich gar nicht. Das mit dem Feuer hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich mache mal noch mal ein bisschen vor. Jetzt sind wir in einem U-Boot, glaube ich. Schön gemacht.
Okay. Das ist alles noch nicht so ausgereift, ne? Ausgang. Ja, war doch eigentlich ganz schön gemacht. Ich bin gespannt, was da am Ende noch passiert, weil wir vor diesem Bildschirm standen. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Fjord-Restaurant. So, dann geht es hier nochmal runter. Dann haben wir hier eine Schiffsschaukel. Und irgendwo ist doch hier die Raftingbahn. Kann man mit dem Bötchen fahren? Soll man auch sein lassen. Parkus. Oh Gott, wo ist denn jetzt hier der Eingang? So, hier geht's rüber zu den anderen 50%. So, hier fehlt eine Stütze. Santa Maria. Ach, wir sind schon hier auf der Seite. Okay. Aber hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Jetzt muss ich nochmal. Ich doch hier runter, ne? Und dann hier auf die Seite. Ah, hier. Für Computerfotos. Bitte aussteigen. Das ist der Ausgang. Das ist der Eingang doch hier oben. Wenn man hier weitergeht. Gut, dann gehen wir doch hier mal weiter. Weil jetzt muss ich erstmal noch mal kurz hoch. Nur mal um zu gucken, wo wir da landen. Der Weg ist auch für mich komplett neu. Ah, hier kann man mit einem Floß rüber. Auch cool. War im Hansapark genauso. Gab's auch. Da waren wir ja auch im Hansa-Park. Da gibt es auch einen Vlog auf unserem Kanal. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich glaube, wir haben es gefunden. Lohnt sich auf jeden Fall. Tolles Video geworden. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch im Hansa-Park. Ja, dieses Jahr geht es in den Walibi Holland. Ich freue mich schon sehr drauf und es ist für uns alle der Erstbesuch. Und ja. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie es dort wird. Und ich denke mal, ich glaube, ich werde das hier einfach nur so überfliegen. Einfach mal die Raftingbahn. Ich werde da auch jetzt nicht viel mit rumfahren. Wir gucken uns das hier natürlich an. Was wir jetzt zu sehen bekommen. So eine Zwergenhöhle. Und dann fährt man hier an Skandinavien quasi vorbei. Und dann geht's wieder so langsam, aber sicher zurück zur Station. Dann sehen wir hier nochmal ein paar Zwerge. Kann man nochmal Bananen kaufen. Sehr schön. Bitte aussteigen. Machen wir doch. Und dann haben wir doch mal die Station gefunden. Natürlich kann man hier Fotos kaufen, die man hier geschossen bekommt. Und wir gehen jetzt wieder. Hier war der Eingang dafür. Und wir gehen aber jetzt mal hier so schnell mal lang. Hier über die nächste Brücke. Oh, hier ist echt alles so verwinkelt.
Und hier ist so ein Häuschen. Einfach so ein Häuschen. Das war nur ein Rundweg, ja? Kommt man gar nicht rüber. Okay. Gut. Das ist der Eingang dazu. Dann gehen wir doch wieder zurück. Und zwar gehen wir mal hier oben über die Brücke. Dann kommen wir doch wieder darunter. Ich bin irgendwie lost. Kommen wir wieder an die Schiffschaukel vorbei. Wir müssen, glaube ich, an dieser Schiffschaukel rum. So rum. Und dann hier lang. Und dann kommen wir doch hier wieder in die, hier war doch Santa Maria. Genau. Wir kommen so langsam nach Spanien. Komm an Bord. Ponchos. Ausgang. Und hier ist... Und dann kommt man hier, glaube ich, raus. Station Spanien, genau. Hier ist dann auch quasi die letzte Station, bevor man nämlich wieder komplett zurückkommt. An den Haupteingang. Und dann steigt man hier aus und man kann dort rüber zu Blue Fire rennen und dort den Park anfangen. Also die Zeit sollte man sich doch gönnen, morgens mit dem Express bis nach Spanien zu fahren. Und die Arena kann ich auch nur empfehlen. Wirklich eine sehr tolle Show, wenn es die überhaupt noch gibt. Also die hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Auch was ganz, ganz anderes, was so in Freizeitparks eigentlich gar nicht gibt. Habe ich so noch nie gesehen. Fand ich super, die Show. Also wirklich einfach nur empfehlenswert, diese Show sich anzugucken. Ein absoluter Muss. Und dann gibt es in Spanien noch so ein Wellenritt, sag ich mal. Der ist auch unscheinbar. Viele laufen oder hat mehr so seinen Namen eigentlich erst bekommen, als viele YouTuber gesagt haben, die schon in diesem Freizeitpark waren, boah, da müsst ihr unbedingt rein und so. Seitdem hat sich dieses Fahrgeschäft mehr und mehr rumgesprochen. Und das ist tatsächlich hier in dieser Hütte, das ist total unscheinbar, weil man es wirklich nur so von außen gar nicht sieht, außer durch so ein paar Fenster, die da drin sind. Und es ist tatsächlich nur so ein Wellenritt. Aber dieses Ding muss man gefahren haben, weil die Waggons an sich sind nicht diese Waggons wie hier, sondern die drehen sich. Die drehen sich. Also es ist, macht wirklich super viel Fun. Sollte man auf jeden Fall gefahren haben. Das kann ich euch nur herzens empfehlen, diese Attraktion mitzunehmen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann sind wir hier eigentlich schon durch mit Spanien. Ist eigentlich nur dieses Fahrgeschäft und die Arena. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Ich glaube hier lang. Kommt man darüber? Und da ist der Eingang. Atlantica Super Splash. Da wollte ich rein. Cold Drinks. So, dann gehen wir hier mal so rein durch das Schiff durch. Und hier hoch. Dann wieder runter. Ja, das ist auch wieder eine elendlange Queue-Line. So, dann haben wir es auch endlich mal geschafft. Und die lange Queue-Line verspricht auf jeden Fall eine kurze Fahrt. Die ist nicht lang. Tatsächlich nicht lang. Wir spulen das Ganze vor und wir gucken mal, was hier passiert. Und ansonsten sage ich euch was dazu. Okay. Vorsicht, Spoiler an dieser Stelle. beim ersten Lift Hill kommen wir auf den Podest, drehen uns, fahren diese Strecke, die wir gerade eben gefahren sind, rückwärts
um auf ein neues Podest. Dort drehen wir uns wieder vorwärts und dann fahren wir vorwärts in diesen Super Splash. Da würde ich Effekte einbauen. Die fehlen noch. Und ja, das war's eigentlich schon. Mehr ist das nicht. Und das ist die zweite Wasserachterbahn in diesem Freizeitpark. Es sei denn, es kommt noch eine neue. Aber davon weiß ich jetzt nichts. So. Lounge. Gibt's noch eine Lounge? Okay. Cool. Muss ich hinsetzen. So, dann gehen wir eigentlich schon so langsam, aber sicher Richtung Ende. Windjammer. Ach, das ist die Schiffschaukel von der anderen Seite. Okay, das ist der Eingang. Hier wird man dann auch schön nass, wenn man hier so steht irgendwo. Ja, Vorsicht, nass. Also hier wird man wirklich sehr, sehr nass. Und wir gehen jetzt mal Richtung... Hier ist ein schöner Spielplatz. Und hier oben kann man auch noch drauf, oder was? Nee. Das ist auf jeden Fall Wodan. So, und dann gehen wir mal Richtung Blue Fire. Little Island. Das ist dann hier diese kleine... Dieser kleine Spielplatz. Hier gibt es dann so eine kleine Wasserattraktion für Kiddies. Kann man dann auch so ein bisschen besichtigen. Eine kleine Bootsfahrt. Das ist dann wirklich schön für kleine Kinder. Haben die was zu sehen? Dogtag. Blue Fire, Videohus. Und Nordland-Saga. Okay. Asgard. Asgard, Eingang Wodan. Ausgang. Dann wieder was zum Geld ausgeben. Ich möchte noch mal kurz hier gucken. Ja, okay. Dann ist hier noch das Hotel mit dem... Das Spanien-Hotel, glaube ich, ist das. Das soll Spanien sein mit allem drum und dran, Spielplatz und so weiter. Ich weiß gar nicht... Hier ist ja auch nochmal ein Spielplatz. Ja, auch schön gemacht, da waren wir ja vorhin noch. In einem Hotel war ich nie gewesen, vom Europa Park. Finde die Hotels immer so ein bisschen zu teuer. Tatsächlich. Auch so schön sie sein können, würde ich niemals machen. Da suche ich mir lieber 20 Kilometer weiter weg irgendwas und versuche dort zu pennen, um dann den Freizeitpark zu besuchen. Da bin ich auf jeden Fall mal um 300 Euro einfach... Ich habe die ganze Zeit das Ding hier an. Das ist... günstiger dran, weil der Eintritt vom Freizeitpark war auch schon damals richtig teuer. Was das jetzt kostet, weiß ich nicht. Aber hier ist ein Ausgang. Da ist nochmal irgendwas. Was ist denn hier drin? Aber es wird ja eh alles immer teurer und teurer und teurer. Und ja, es ist halt nicht zu verhindern. Hier geht es auf jeden Fall irgendwo rein. Ach, das ist der Eingang... Echt jetzt? War das der Eingang dazu? Ja, das ist der Eingang dazu und das hat mich so ein bisschen irritiert. Okay, das war der Eingang zu diesem Nordlanziger. Wodan. Single Rider. So, wir fahren jetzt Wodan, bevor wir jetzt wahrscheinlich die letzte Achterbahn Wodan Blue Fire fahren. Und Wodan kann ich auch nur empfehlen, ist auch einer, also Wodan und Kolossos möchte ich gar nicht vergleichen, was so für mich die besten Holzachterbahnen Deutschlands sind. Dazu muss ich aber auch sagen,
Das Wodan und Kolossos. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Oh Gott, aber hier waren wir noch nicht. Sehr lustig. Wodan und Kolossos kann man nicht vergleichen. Kolossos ist wirklich eine riesige Holzachterbahn mit richtig viel Speed und Airtime, wo Wodan einfach nur mit Speed durch die Gegend schießt, ja. Deswegen kann ich beide nicht so jetzt miteinander vergleichen. Bifrost, jawohl. Ist Wodan und Kolossos beides auf Platz 1 für in. Also eine Holzachterbahn in Deutschland ist für mich, sind die zwei auf Platz 1, definitiv. Die teilen sich Platz 1, weil das sind Achterbahnen. Ja. Ich bin noch keine Hybrid-Achterbahn gefahren, also RMC-Coaster. Weiß nicht, wie die sind, aber das ist auch schon wieder eine ganz andere Schiene. Die kann man auch nicht mit Holzachterbahn vergleichen, weil sie aus teilweise Holz und teilweise Stahl sind. Und in diesem Sinne sind Holzachterbahnen. Muss man einfach gefahren haben. Holzachterbahnen sind einfach nur mega. Diese ganzen steilen Kurven und dieses verwirrte einfach irgendwo langfahren. Also es ist schon so krass. Und die fährt so gefühlt mit dem kompletten Speed einfach die komplette Strecke lang. Also das ist wirklich so gut gemacht. Und das ist das, was ich beim Silverstar schade finde, dass irgendwann mitten während der Fahrt diese starken Bremsen sind. Also deswegen haben die das hier beim Wodan natürlich weggelassen wahrscheinlich. was ich auch noch natürlich gut finde. Und Also Wodan ist auf jeden Fall ein Muss. Muss man gefahren haben. Gut. Bleibt sowieso nicht aus, wenn man einmal im Europapark ist, wo dann ja, nicht gefahren zu haben. Das, glaube ich, wird niemals passieren. Deswegen, ja. Also, Exit-Ausgang, der sieht noch genauso aus. Und der Eingang zum Blue Fire war hier irgendwo hinten. Mustang. Kaffeehaus. Hier nochmal einen schönen Platz. Blue Fire Mega Coaster. Aber das haben die neu gemacht hier, oder? Oder konnte man das früher auch schon so? Hä? Kann mich an diesen Eingang gar nicht erinnern. Single Rider. Falsch geschrieben, ne? Single Rider. By the way. Du hast gesagt, wenn uns was auffällt, soll man es sagen. Aber alles gut. So, hier durch die ganze Felslandschaft, da kann ich mich noch dran erinnern. Es war brühend heiß und wir sind froh gewesen, dass hier irgendwo mal ein schattiges Plätzchen war. Also, wenn man da den ganzen Tag dann in der Sonne steht, ist das schon sehr anstrengend. Aber ich fand das auch wieder so eine riesige Q-Line für diese Achterbahn. Das ist unfassbar. Hier haben wir uns dann auch für Reihe 2 bis 10 entschieden. Und da sind wir doch schon. War so an sich auch eigentlich einer von den ersten Abschussachterbahn, ne? Magnetischen. Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab ja die Schussachterbahn im Heidepark. Die wurde aber durch einen Seilzug gezogen. Und ansonsten
War, glaube ich, dies hier die erste Achterbahn mit Magnetabschuss, ne? Wenn mich das nicht täuscht. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob es noch eine andere Achterbahn gab. Aber ich glaube, Flug von Novgorod kam später. So, bevor ich es vergesse, das ist übrigens die einzige Achterbahn im ganzen Europa-Park, gut, Voltron kommt jetzt, die Inversion hat. Alle anderen Achterbahnen haben keine Inversion. Das ist die erste Achterbahn im Europa-Park gewesen, die Inversionen hatte. Das ist krass, oder? Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist wie im Phantasialand, aber Phantasialand ist ja mal ein Drittel so groß wie das hier. Oder wenn nicht sogar ein Viertel. Da hat Fantasia dann auch nur die ganze Zeit Black Mamba gehabt, die Inversion hatte. Und an sich nichts, keine Achterbahn sonst. Das ist krass. Voltron ist erst die zweite Achterbahn in diesem Freizeitpark, die Inversion mit inbehalten, mit drin hat. Das ist krass, oder? Ja. Fand ich auch krass, wie ich das erste Mal da war, als Blue Fire eröffnet hatte, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Damals war ja das Internet noch gar nicht so, als ich das erste Mal war, so populär, dass man das im Internet alles begutachten konnte. Das ist ja heute alles anders. Heute gibt es Google Earth, da kann man schon in den Freizeitpark rein und sich die ganzen Achterbahnen angucken und so weiter und so fort. Also, heutzutage hat man echt viele Möglichkeiten. Und wir sind auch hier tatsächlich, wir haben es, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es gibt es gar nicht, oder? Wo ich aber jetzt nicht war, war hier vorne. Hier vorne, hier war ja nochmal so ein Durchgang. Voletarium, Eingang. Noch kein Innenausbau. Okay. Dann gehen wir da auch nicht rein. Ja, wir hatten mal irgendwie was mal geschrieben gehabt. Ich habe es leider vergessen. Vielleicht kann der Temo das nochmal kurz in die Videobeschreibung, in den Kommentaren erwähnen, was ich jetzt hier irgendwie vergessen hatte. Irgendwas meinte der hier unten drunter. Als kleiner Tipp, glaube ich, irgendwas unten drunter. Hier gibt es diese Dinosaurierbahn. Vielleicht war das auch das gemeint. Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte diesen Chatverlauf leider nicht mehr öffnen, weil wir über Steam geschrieben haben und da wird dieser Chatverlauf nicht gespeichert. Ja. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick in den Europa-Park haben. Es sieht jetzt für mich aus wirklich, also ich habe mich wiedererkannt im Europa-Park. Es sieht alles tatsächlich genauso aus. Es gab jetzt keinen Unterschied oder so. Wirklich toll gemacht, Temo. Hier und da gab es natürlich ein paar Schönheitsfehler, aber hier bei den ganzen Details und was will man da auch aufpassen. Ich freue mich schon auf die anderen 50%, aber eigentlich sind die Hauptattraktionen alle schon da gewesen, so die ganzen Achterbahnen, weil hier hinten raus gibt es ja eigentlich nicht so wirklich die großen Attraktionen, außer vielleicht jetzt noch Arthur, die Minimoys oder so, wie das auch immer heißt. Hauptsächlich die ganzen großen Attraktionen haben wir alle gehabt. Deswegen bin ich gespannt, wie du es aus den anderen 50% noch rauskitzeln kannst, dass das die Leute wieder anspricht, deinen Park anzuschauen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie flüssig der Park dann am Ende laufen wird. Jetzt hier tatsächlich ging's.
noch gut und ich bin auch sehr gespannt, wie Voltron bei dir wird. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich beim Temo für diesen wunderschönen Park. Der Link für diesen Park, wie immer in dieser Beschreibung. Und in diesem Sinne, schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.